Herzlich willkommen mit einer weiteren Folge Cattle & Crops Management. Beim letzten Mal haben wir eine Weide mit Weidenzaun und Betrog aufgebaut. Und diesen Betrog hier hatte ich hier auf dem Acker und den muss ich jetzt noch an die richtige Stelle transportieren. Der Trog soll nämlich an die schon bestehende Weide rankommen, damit wir von hier aus dann die Bullen, die da auf der Weide sind, auch füttern können. Ui. Und jetzt muss ich gerade überlegen, wie mache ich das am besten? Ist das hier eine gute Idee? Ui. Ein bisschen aufpassen muss man, manchmal packt es sich doch wo rein, obwohl eigentlich Kollisionen aus sind. Keine Ahnung warum. So ist es halt. So. Ich sehe mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, so irgendwie sagen, hierhin. Aber hier bin ich mir ein bisschen unsicher. Ja, es ist, ein bisschen ist das Gelände hier halt uneben. Die Eckpfosten, die dienen so als Anhaltspunkt. Die müssen halt innerhalb des Zauns sein, sonst können die Bullen abhauen. Dann sollten wir das so platzieren, dass es so Mitte vom Zaun ist. Und dann mit Q abhängen. Na, komm, Traktor kurz aus. So. Eigentlich steht es doch ganz gut da, oder? Kann man nämlich hier auch so schön rückwärts zum Viehhänger reinfahren. Zum Füttern kann ich hier so durchfahren, hier ran. Tschack, tschack, abladen. Dann kann ich hier weiterfahren. Es wäre halt noch cool, wenn wir irgendwie was hätten, dass wir hier so ein bisschen schottern oder teeren könnten. Aber prinzipiell ist es sehr gut. Ja. Und mit diesem Teil hier, der andere Teil ist ja eingezäunt. Mit diesem Teil hier möchte ich testen, wenn ich hier an diesem Trigger die Bullen auslade, laufen die dann auch hier hin und fressen aus diesem Trog hier? Oder müssen die zwangsläufig hier rüber abgeladen werden? Das wird getestet. Und dafür... Oh, voll in den Magen rein. Boah. Ja, ihr kriegt auch was zu fressen. Dafür geht's jetzt ab, ein paar Bullen kaufen. Und was auch sehr genial ist mit dem hier, wir können endlich dann unsere Stroh- und Heuballen... Ah, Stroh glaube ich nicht. Nur die Heuballen. Die Heuballen können wir verwerten. Strohballen lassen sich glaube ich nicht abladen, beziehungsweise ja... Ins Mixkin könnt man es ja auch reinpacken. Ihr müsst halt auch bedenken, wenn ihr euch so eine mobile Weide hier anschafft, dass die mobile Weide
immer Handarbeit bedarf. Also muss von Hand gefüttert werden. Funktioniert aktuell noch nicht, dass die Helferin oder der Helfer das füllen kann. So. Holen uns einfach mal 6 Bullen. Und dann schauen wir mal, ob die da rausfressen. Und was ich auch machen muss, ich muss mir einen Frontladertraktor kaufen. Denn, ja, theoretisch können die jetzt mit dem Trog Gras von der Weide fressen. Dann wachsen sie halt langsam. Was ich nicht weiß, gibt es irgendwie Maximalalter, bis man die verkauft haben müsste. Wachsen die ab einem gewissen Alter nicht mehr. Wie haben sie das genau gemacht? Prinzipiell ist es so, dass man die eigentlich mit 2 Jahren verkauft. An einen Metzger, einen Schlachter. Und da haben sie dann halt ihr Schlachtgewicht von 800, 900 Kilo. Und wenn man nur Gras fressen lassen, werden sie das nicht erreichen. Von dem her müssen wir definitiv Silage beifüttern. Das möchte ich auch. Aber dazu brauche ich dann halt einen Frontladertraktor, wo ich immer wieder mal dann den Mix King mit befülle und dann ranfahre und die Tröge voll mache. Müssen wir schon in regelmäßigen Abständen machen. Heißt, es wird zukünftig mit so einfach Vorspulen nicht mehr sein. Möchte euch damit aber natürlich auch nicht langweilen. Ich werde es hin und wieder mal mit reinnehmen. Ich werde dann aber auch so Bullen füttern. Offscreen großteils machen. So, im Wechsel ein bisschen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es euch wünscht. Wir müssen ja jetzt eh, da wir weniger düngen wollen und nicht zu Saisonbeginn schon direkt allen Dünger aufs Feld geschmissen haben, hin und wieder mal nachdüngen. Das heißt, einfach so mal 3 Monate vorspulen geht sowieso nicht. Immer schön langsam und schauen, wann muss ich wo aktiv werden und was machen. Aus dem Grund habe ich die Bullen automatisch auch viel besser im Blick. Kann es dann so parallel mitmachen. Kann ja auch sein. Ja, ich sag dann, Margarita, geh du mal düngen und ich kümmere mich drum, dass die Bullen Futter kriegen oder so. Falls ihr da ein paar Wünsche habt, schreibt's rein, wenn es euch ganz egal ist. Könnt ihr auch reinschreiben. Ist auch gut, wenn ihr viel kommentiert unter dieses Video und unter das letzte Video. Denn dann wird das Video viel mehr Leuten gezeigt. Und ich denke, gerade jetzt hier die Mod mit der mobilen Weide ist sehr genial. Und wenn das Video mehr Leuten gezeigt wird, dann kommen mehr Leute da drauf und nutzen das auch. Dann werden vielleicht, falls es noch Bugs geben sollte, die schneller gefunden. Und ja, allgemein wird die Mod bekannter und das Spiel auch wieder. So, jetzt sind wir schon da. Jetzt habe ich die ganze Zeit gelabert hier. Schauen wir mal, welche Bullen das jetzt kaufen werden. Preis günstigste. Vier, fünf, sechs, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und? Ja, sind 6. Perfekt. Genau, rein theoretisch ist mir noch nie passiert. Aber mal angenommen, jetzt ist das Gatter offen und ihr lasst hier den Wagen einfach so stehen. Kann sein, die Bullen hauen ab und kommen nie wieder. Also müsst ihr dann halt
Mit J und H kann man ja pfeifen und die verjagen. Damit kann man sie dann anlocken oder verscheuchen. Aber da wird es dann halt schon schwieriger, die Bullen wieder einzufangen. Jetzt haben wir sie als erstes mal aufgeladen. Fahren wir hoch an den Hof und wie mache ich es denn jetzt? Jetzt habe ich 6 Bullen. Die nächsten werden auf jeden Fall nicht direkt gekauft. Ich kaufe immer so nach und nach ein paar hinzu, damit ja, ich nicht den teuren Preis zahle, sondern dass ich die günstiger bekomme. Einfach so Angebot, Nachfrage, Marktwirtschaft. So mache ich das. Und aus dem Grunde 2-3 Wochen vielleicht, dass ich mal wieder welche kaufe. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich mir 3 in den eingezäunten Bereich und 3 auf die Weide packe. Da müssen wir uns auf alle Fälle merken, wie schwer die sind. Dann sehen wir, wie die wachsen. Vielleicht können wir auch 2 auf die Weide und 1 in den Trog rein, also ja, in den mobilen Weidetrog direkt zuordnen. Dann haben wir einen Unterschied. Eingezäunte Weide. Weide, wo einfach der Trog in der Nähe steht. Und direkt dem Trog zugeordnet. Und dann können wir vergleichen, wie die so wachsen. Einmal nur rein mit Gras. Und dann kommt Heu und Silage rein. Heu weiß ich noch nicht. Ich meine nämlich, habe ich das Heu das letzte verkauft oder habe ich da noch einen Teil auf dem Wagen? In der Halle müsste noch ein Wagen stehen. Dann müssen wir mal schauen, ob da Heu dabei ist. Hier zum Beispiel ist auch eine große Fläche, wo man so eine mobile Weide hinstellen könnte. Da kommt man ja sonst auch nicht hin. So, jetzt hier am Wegesrand ist ein bisschen ungeschickt. Da sind ein bisschen zu viele Büsche aus meiner Sicht. Ist auch zu uneben. Sollte schon einigermaßen eben sein. Der Nachteil hier ist halt, muss extrem weit fahren. Also im Optimalfall in der Nähe des Silos an der BGA unten. Na, wie ist es denn da? Ihr seht die BGA? Da ist ja relativ viel eingezäunt. Da geht's tendenziell eher nicht. Nördlich von der BGA. Ui. Wo war ich denn hier? Ja, mehr in dem linken Teil. Richtung dem schmalen Weg. Da könnte ich mir vorstellen, dass man auch noch was Eingezäuntes hinsetzen kann. Und ansonsten, also man findet unzählige Plätze, wo man sowas machen kann. Da jetzt hier vorne links, auf der anderen Straßenseite, könnte man auch überlegen, würde ich aber nicht machen. Wegen Feldarbeit und Wänden und so weiter. So, jetzt ist die Frage, werde ich es hinbekommen? Jetzt wäre exakt 3 Stück abladen und dann Stopp drücken. Oder werde ich aus Versehen zu viel abladen? Schauen wir mal. Ach, mir gefällt die Weide einfach. Und das ist wirklich eine Stelle, da kommst du nie hin. Echt herrlich.
So. So, entladen statt. Ich möchte genau 3 Stück entladen. 1, 2, stopp. Ah, perfekt, haben wir hinbekommen. Sehr schön. Sind die ersten da drauf und dann fahren wir dahinter. So, ich würde die jetzt tatsächlich hier entladen. Dann packe ich einen über das Transfermenü direkt zu dem Trog. Denn, ja, zum technischen Hintergrund für die, wo es... Ui, ich sollte wegfahren. Nicht, dass die ausbrechen. Das wird zwar noch nie passiert, aber... Ja gut, ganz am Anfang bei irgendeinem Tutorial ist es mir mal passiert, dass hier irgendwie aus der Transportbox einer rauskam. Lief dann hier rum. So, das Problem ist irgendwie, dass es hier einfach nur ein Boden ist. Also das Gras hier hat keinen Nährwert hinterlegt. Und hier der Trog, die Fläche hat halt Nährwert hinterlegt. Deshalb werde ich das jetzt testen, weil es könnte theoretisch auch sein, wenn die auf die Fläche hier laufen, dass sie dann fressen können. Und wenn sie nicht auf der Fläche sind, zufälligerweise, dass sie dann nicht fressen. Das werden wir jetzt einfach ausprobieren, indem ich hier sage, Bestand 51 Tiere, sehr schön. Gewicht, nee, Stall. Stall, tadam. Beide am Hof. Der Hans-Peter, hätte ich gesagt. Genau, in dem Hauptdruck L. Der andere würde schon Geld kosten fürs Verladen. Weil der ein Stückchen weg ist. So. Dann sage ich mal kurz, ich sortiere mir die alle nach Gewicht. Und jetzt haben wir ja hier... Moment, Jörn. Ach so, da steht's. Da ist ja der Trog, wo sie, der Stall, wo sie gerade sind. Jörn, Sven und Erkan, die wiegen 203 bis 207 Kilo. Und die sind jetzt gerade hinten eingezäunt. Guntram. Und Chiochio, die wiegen 219 und 225. Die sind einfach so auf der Weide. Und Hans-Peter mit 221 ist schon mal dem Trog zugeordnet. Würde ich sagen, haben wir sonst gerade nichts zu tun. Moment, habe ich denn die... allgemeine Fütterungsaufgabe aktiv. Ja, die ist aktiv. Dass ich jetzt sage, falsch. Wir spulen jetzt einfach mal 5 Tage vor. Und dann schauen wir uns an. Aha. Der Weide am Hof hat nicht genügend Futter erhalten. So. Da muss ich doch hin. Bestand, Sortierung, Gewicht. Björn und Sven, die wogen 203.
Und er kann 207. Also die haben zugenommen. Die sind hinten eingezäunt. Guntram. Er wogte vor 219, wiegt jetzt auch noch 219. Und Giorgio. 225, 225. Hans-Peter hingegen, der hat zugenommen 3 Kilo. Der hat davor nur 221 gewogen. Das heißt, wir müssen definitiv die zwei hier verladen. Dann sind die hier zugeordnet und dann können die wachsen. Würde ich sagen. Machen direkt nochmal 15 Tage. Schlafen. Dann dürfte keine Meldung mehr kommen, dass irgendjemand hungert und die müssten alle zugenommen haben. Heißt im Endeffekt, es ist auch wurscht, wo sie stehen, denn ihr seht ja hier, steht außerhalb. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand außerhalb steht, ist immer gegeben. Ach so, Stand. Genau, Jörn, Sven, Erkan. Jörn, Sven, die haben jetzt insgesamt schon 10 Kilo zugenommen. Hans-Peter war von Anfang an dem Trupp zugeordnet. Der hatte 221. Ja. Hat 11 Kilo zugenommen. Und Guntram und Giorgio haben schon 8 beziehungsweise 8 zugenommen. Ja, die waren ja ein paar Tage nicht richtig zugeordnet. Das heißt, sie nehmen auch wieder da hinten die zu. Das heißt, wenn sie hier außerhalb stehen, passt es auch. Egal, wo die hinlaufen. Komm mal her. Ja, genau. Sehr schön. Können die ganze Weide hier nutzen, können überall schön fressen. Zweiter Trog hilft jetzt im Endeffekt auch nichts, weil ich kann ja dem hier 50 zuordnen und so viel möchte ich hier eigentlich nicht auf die Weide packen. Sehr schön. Kommt mal wieder hierher zum Trog hier. War eine gewisse Range hier. Ja, ich würde sagen, für die Folge war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.